Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schlachtfeldbegehung. Mein Name ist Random Life und ich bin heute mit dem lieben Falk unterwegs und außerdem mit dem netten Toni. Und wir werden uns heute ein Bauwerk aus der Zeit des Kalten Krieges anschauen. Wir werden ungefähr 3 Stunden unter Tage sein. Für euch schneiden das Video ungefähr auf 1 Stunde. Und ich habe 2 fette Botschaften für euch. Das erste, ich habe mir Handschuhe gekauft, weil viele von euch gewünscht haben, dass ich mir endlich Handschuhe kaufe. Und das zweite ist, tatsächlich habe ich mich auf eine Kooperation eingelassen. Und viele werden jetzt wahrscheinlich sagen, mein Gott, jetzt macht er auch noch Kooperation. Aber ihr müsst euch vorstellen, ich haue 8 Long-Videos im Monat raus. 8 Stück. Das bedeutet, ich fahre mindestens mal in einem Monat zu 8 Locations. Das bedeutet, ich gebe Geld für den Sprit aus. Ich habe natürlich ein Auto, was unterhalten werden muss. Ich habe häufig auch Übernachtungen. Ich habe Verpflegung. Ich muss Equipment kaufen und so weiter und so fort. Und ich möchte euch einfach immer einen hohen Qualitätsstandard bieten und diesen auch ausbauen. Und deswegen habe ich ja auch mittlerweile einen super Kameramann, den Falk. Und deswegen habe ich jetzt auch eine Kooperation in Anspruch genommen mit der Firma Holy. Viele kennen diese Firma vielleicht aus TikTok und anderen Social-Media-Netzwerken. Holy ist eine relativ neue Firma, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, verschiedene Getränkesorten gesund nachzustellen. Das machen sie, indem sie kleine Päckchen zur Verfügung stellen. Das hier zum Beispiel ist Energy, das hier ist Bubble Tea und auch für die Sportler unter uns gibt es Hydration und die kommen in ziemlich flippigen Farben und tatsächlich braucht man die nur mit Wasser aufgießen. Bei dem Probierpack ist dann so ein Shaker mit dabei. Ein Pack reicht für 1,5 Liter. Wenn man ein bisschen mehr Wasser reinmacht, ist es nicht ganz so intensiv und andersrum ähnlich. Und tatsächlich habe ich das Getränk heute mitgebracht. Und wenn ich ein bisschen müde bin, ich habe mir heute Energy mitgebracht, trinke ich das. Also ich kann euch nur empfehlen, das auf jeden Fall mal auszuprobieren. Ich werde euch den Link mit reinpacken, da kriegt ihr auch einige Vorteile. Und ihr müsst euch immer vorstellen, ich versuche natürlich ohne Kooperation auszukommen. Aber die Sachen werden einfach immer teurer. Wir müssen immer weiter fahren, um euch Bauwerke wie diese zu zeigen, welches noch keiner vor euch gesehen hat. Und das kostet einfach Geld. Und die große Bitte, wenn ihr das mal ausprobieren wollt, weil hier ist kein Zucker drin, hier ist kein Taurin drin und das ist quasi ein Energy-Drink für Gesundheitsbewusste, könnt ihr das auf jeden Fall mal ausprobieren und schreibt es gerne mal in die Kommentare, wenn ihr schon ausprobiert habt und was euer Lieblingsgeschmack ist. Also ich nehme erstmal einen Schluck und dann würde ich sagen, gehen wir in das Bauwerk rein, oder? Kommt mal mit. So, meine Freunde, also herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schlachtfeldbegehung. Mein Name ist Random Life und heute bin ich wieder mit meinem Kameramann Falk unterwegs und auch der Toni ist heute mit am Start und wir schauen uns heute einen Bunker aus dem Kalten Krieg an. Und ihr habt schon beim Reinigen erkannt, das Bauwerk ist auf jeden Fall ziemlich einmalig und riesengroß. Wie lange werden wir jetzt hier unterirdisch verbleiben? 3 Stunden? Gute 3 Stunden. Also das Bauwerk ist riesengroß. Wir brauchen ungefähr 3 Stunden, bis wir alles gesehen haben. Und spannend, wir sind hier, ist das der Notausgang oder ist der? Das ist der Haupteingang. Das ist der Haupteingang. Also wir sind hier durch den Haupteingang reingegangen und hier sieht man schon direkt am Anfang die fluoreszierenden Streifen. Die leuchten nach über 30, 40 Jahren leuchten die immer noch. Und die Anlage war dafür gedacht. Es gibt hier im direkten Umkreis den sogenannten Ahrtal-Bunker, der ehemalige Regierungsbunker. Da gibt es auch einen kleinen Teil davon, der ist heute Museum. Und ringsum um diesen Bunker gibt es unterschiedlichste Bauwerke, sogenannte Ringstellungen. Und einer dieser Bauwerke, in dem sind wir heute, und dieser war für die Telekommunikation, sprich für die Funkverbindung. Wenn es draußen einen atomaren Schlag gegeben hat, konnte hieraus noch die Schlacht koordiniert werden. Und was von diesem Bunker heute noch übrig ist, das schauen wir jetzt gemeinsam an. Also, geh schon mal vor. Kannst du das sehen? Und so, also, wir gucken uns das mal gemeinsam an. Ich bin auf jeden Fall aufgeregt. Und das, was den Kanal ausmacht, Leute, die Bauwerke schauen wir uns gemeinsam das erste Mal an, meistens jedenfalls. Und in dem Bauwerk war ich noch nicht, der Falk war noch nicht hier. Nur der Toni war schon hier, ne? Zweimal, dreimal? Zweimal. Und wir werden uns heute auf jeden Fall ein mega spannendes Bauwerk anschauen. Und schaut mal, wie verwinkelt das hier ist. Das war dafür
Stellt euch vor, die Atombombe draußen ist explodiert. Da hat die natürlich eine enorme Druckwelle erzeugt und durch diese ganzen Winkel ist die Druckwelle abgeschwächt worden. Wow. Versucht das mal drauf zu kriegen, Falk. Die erste richtig krasse Drucktür. Kannst du uns erklären, wie die zuging, Toni? Ja, hydraulisch auf jeden Fall, aber wofür waren die Klappen hier? Achso, übrigens, Leute. Klappen drückst du hoch. Ich habe mir immer wieder von euch anhören müssen. Nimm dir Handschuhe mit und ich habe mir tatsächlich heute Handschuhe mitgenommen. Ich trage die normalerweise nicht, weil das Gefühl in den Händen ist nicht so gut. Männer wissen, wovon ich spreche. Aber übrigens, Falk hat ein eigenes Mikrofon. Ne? Also er kann auch was sagen, wenn er möchte. Möchtest du kurz noch was sagen? Dazu kann ich nichts sagen. Dazu kannst du nichts sagen, ne? Hast ja eine Freundin. Oder eine Frau. So, also, ich gehe davon aus, ohne es genau zu wissen, dass hier ist eine sehr schwierige Bunkertür, die hydraulisch zu betätigen ist, quasi auf Knopfdruck. Aber im Zweifel, wenn die Hydraulik ausgefallen ist, kann man die natürlich auch ziehen. Und wenn man die zieht, dann werden hier diese Klappen hochgehen, genau. Und kannst du auch mal ziehen, Toni? Die Tür? Ja, mal gucken, ob wir die ein bisschen bewegt bekommen. Ne, die sitzt fest, ne? Aber schaut mal hier, der Mechanismus. Hier sieht man ziemlich genau den Mechanismus. Die Platte liegt hier auf, hier auf dem Boden. Und die ist hier an einem Scharnier, dankeschön, montiert. Und wenn man die Tür öffnet, dann ist hier eine Stahlstange. Und durch diese Stahlstange, wenn man die zieht, geht dieses Blech hoch und automatisch und gibt dann den Weg für die Tür frei. Oh, und hier, da gehen wir jetzt mal nicht dran, ist der Taster, der bestätigt, ob die Tür offen oder zu ist. Auf jeden Fall, boah, ich würde 300, 400 Kilo hat die Tür bestimmt. Spannend. Also ich bin. Ja. Weil, sag mir, wo ist diese Kippen noch mit? Ja, Ernte 23. Ernte, 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 Ernte. Wer kennt das noch? Guck mal, eine Gegensprechanlage. Kriegst du die noch drauf? Da. Ja, die gibt es einmal hier und am Eingang. Und drin, ne? Und vor am Eingang. Krass. Dann gibt es die auch noch an die Notausgang. Aha. Also überall. Okay. Und hier, guck mal, hier konnte man. Da einfach nur noch eine Tür einzeigen, glaube ich. Die Frage ist, hier ist der Mechanismus wahrscheinlich drunter, oder? Ich weiß nicht, ich würde eher sagen, vielleicht. Leider nichts dabei, um das mal hochzuheben, Leute. Ja, aber auf jeden Fall schon richtig spannend. Okay, wir sind in der Gasschleuse, ne? Ja. Wir sind jetzt in der sogenannten Gasschleuse. So, so kann man Gasschleuse nennen. So sah das damals aus. Das ist halt sehen, es war halt ein Atomschutzpumpe über Unterdruck. Bitte? Also Überdruck. Ja. Sodass halt keine Gase vertropfen. Muss da hin. Ja, verstehe. Ja, und hier, wir kennen das aus dem Zweiten Weltkrieg, Leute, das sind die sogenannten Überdruckventile. Das bedeutet, so wie Toni gerade schon erwähnt hat, das Bauwerk stand unter Überdruck. Das bedeutet, die Gase, atomar oder was auch immer, dürfen natürlich nicht in das Bauwerk rein, weil die Menschen natürlich lange leben sollten, um den Gegenschlag durchzuführen. Und deswegen mussten die giftigen Stoffe draußen bleiben. Und das hat man geschafft, indem man das Bauwerk unter Überdruck gesetzt hat. Und hier finden wir die sogenannten Überdruckventile, damit das Bauwerk bei Türöffnungen, ne, wir sind ja in einer Schleuse, dann weiterhin unter Überdruck stand. Genau. Und wir gehen mal weiter. Was haben wir hier, Toni? Wasser oder Dekontamination? Druckluft. Aha. Nee, Dekon ist es. Dekon. Guck mal hier. Das leuchtet noch richtig, ne? Mittlerweile ist das nicht mehr phosphorizieren, ne? Das ist mittlerweile nicht mehr gesundheitsschädlich, ne? Geschichte. Oh, wie aus Modellbau. So, also, wir haben ja einmal einen Kriegseingang und einen Friedenseingang. Bedeutet, im Frieden konnte man schnell rein und rausgehen. Und im Kriegseingang oder im Kriegsfalle hat man die Haupttüren geschlossen. Man musste dann erstmal durch die Dekontaminationsstelle, das ist hier quasi der Bereich. Und wenn man dekontaminiert war, sprich unter Strahlung oder biologischen Einflüssen stand, dann musste man erstmal seine kompletten Klamotten entledigen. Normalerweise gab es dafür auch einen Schacht. Das ist aber eine Toilette, oder? Ja, das ist eine Toilette. Guck dir die Toilette mal an, die ist doch da. Aber ohne Inhalt zum Glück.
Zum Glück. Guck dir das mal an. Ja, das ist ja spannend. Also, hier konnte man auf Toilette gehen. Und normalerweise gab es irgendwo einen Bereich, wo man seine Kleidung, seine kontaminierte Kleidung wegwerfen konnte. Ich denke mal, das war hier. Nein, das war hier und da war einfach so Müll drin. Ja, das kann sein. Ja, das wird wahrscheinlich der Raum gewesen sein für die Kleidung. Und wenn man die ausgezogen hatte, dann ist man hier reingegangen. Hier musst du auf den Kopf aufpassen, Falk. Mhm. Und hat dann hier geduscht. Die Duschen sind heute nicht mehr da. Doch. Oh, doch, doch. Ja gut, dass er hier ist. Also die Duschköpfe selbst sind weg, aber nee, Wasser geht nicht mehr. Wasser geht nicht mehr. Da kann man sich hier geduscht. Das Interessante ist, Radioaktivität kann man abwaschen. Mach doch mal den Vorhang zu. Spaß muss auch sein, ne? So, haben wir hier ein Datum drauf? Ja. Nee, haben wir nicht. Aber da kannst du nicht filmen, da steht die Adresse drauf. Ah, okay. Hier waren Übungsfilter drin. Schön vorsichtig sein. So, und wenn man dann geduscht war, hat man hier dann neue Kleidung bekommen und konnte sich dann hier nochmal ein bisschen fresh machen. Und hier konnte der Bunkerwart die Leute beobachten. Beim Duschen. Beim Duschen, genau. Du wirst wahrscheinlich kaum durchgucken können. Das ist so ein, nicht Sicherheitsglas, sondern man sieht, dass es die Farbe ein bisschen verändert. Ja. Genau, und dann, wenn man dann fresh war für die Bunker-Ladies und Bunker-Boys, dann ist man hier reingegangen. Oh, eigentlich ist nicht dein Ernst. Ich schwenke erst mal nach rechts. Guck dir den an, Falk. Und jetzt nach links. Alter. Ich glaube, wir sind hier nicht in 4 Stunden fertig. Oder 3. Das wird länger dauern. Hast du eine Idee, Toni, was das hier oben ist? Luke. Oben hängt ein Kran. Ein Kran. Und hier, guck mal, hier. Das ist ein Kabelschächter. Kabelschächter. Ah, cool. Und hier ist sogar mal was runtergefallen. Guck mal. Bei der Demontage oder Montage. Kabelschächte hier, hat er gesagt. Aha. So, und wo gehen wir am besten lang? Wir können komplett einmal runden. Mhm. Ist aufgebaut wie ein Viereck. Mhm. Und dann hoch. Sehr gut. Sollen wir das so machen, Falk? Yes. Yes, dann komm, lass uns mal gehen. Also unten ist sowieso das Interessante. Ja? Also, Büro ist wahrscheinlich leer, ne? Du hast eh gesagt, sie sind alle leer geräumt. Ja, ist halt komplett im Endkern. Ja. Ab und zu hast du hier nochmal ein paar Bilder, wo so früher drin aussah. Ja. Aber ansonsten ist wahrscheinlich Dieselraum, ne? Wasserwerk war da. Hier bist du. Ja, habe ich mir schon. Ja. Passt das mit dem Licht so, Falk? Ja. Sehr gut. Wir sind nämlich immer noch am Üben, Leute. Denke schon, ne? Ach. Ah, die standen die ABC-Filter. Exakt. Ja, die ist komplett entkernt worden, ne, die Anlage. Das geht ja noch weiter. So, ich sperre euch jetzt erstmal ein. Mal gucken. So. Krass, das ist ein schönes Detail. Komm mal hier durch. Ja. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Da gucken wir mal beide Seiten. Schaut euch das mal an. Die sind miteinander verbunden. Das bedeutet, wenn man diese Tür öffnet oder schließt, dann öffnet sich auch gleichzeitig diese Tür. Ja. Das dürfte Belüftung sein, oder? Nein, Lüftungsschacht. Der Lüftungsschacht ist ein. Oh. Aber ich guck trotzdem mal. HWR. Das ist einfach nur für die Ansaugung, ist das, wenn nicht ja. Luftansaugung. Weil das wirst du nicht bewegen können, das ist elektronisch. Achso, der. Damit der die Lamellen schließt und öffnet. Ja. Ja, der hat halt die Luft. Also hier sind halt rechts und links die Filterkammern, oben nochmal identisch dasselbe. Mhm. Ja, und dann kannst du ja dann mal nach oben gucken. Alter, das ist Sandfilter, ne? Das ist ja, so ganz Kies, ne? Kleiner. Ja, und da wird die Luft durchgezogen, damit die gekühlt wird. Abgekühlt. Und gereinigt, ne? Grob gereinigt. Mega. Alter, das würde ich jetzt gerne in meinem Garten haben. Und das auf der anderen Seite nochmal, ne? Wahrscheinlich das. Ja. Und wie sauber, akkurat, als ob das gestern verlassen wurde.
So richtig mit Hake. Wie in seinem Garten. So, Schwingungsdämpfer, ne? Richtig. Schwingungsdämpfer. Die über uns auch. Ach, nee. Oh, guck mal. Oh. Ich glaube, der kriegt das gar nicht drauf. Doch, das kriegt er drauf. Der Falk ist der Kameramann. Oh. Leuchte mal da hoch, Tony. Oder du hast ja Lämpche, ne? Da musst du ja mal hoch. Also ich würde schätzen 150 Meter. Laber doch nicht. Doch. Ich war hier oben auf dem Berg. Als allererstes. Also, Alter, was 150 ist das? 150 Meter. Das wirst du aber gleich noch besser sehen. Ist nicht das Ernst? Alter. Ja gut, das geht über den ganzen Stockwerk. Das ist auf jeden Fall nicht mehr so ganz fest, wie du merkst. Ne? Ja. Also die sind ziemlich sehr am Wackeln. Ja, und da unten sind wir weggerostet schon, ne? Also, du Leute. Nicht das Ende, nein, ich sehe nicht das Ende. Also ich sag eins, wir sind ja hier quasi ebenerdig in das Bauwerk reingegangen, aber über uns ist ein Berg, ne? Richtig. Und der Berg ist nicht. Ist so gesehen, also der Berg ist auf dem Bunker. Ja. Die haben sich den Bunker in den Berg getrieben. Ja. Und wenn man hochguckt, ich weiß nicht, ob ihr es sehen konntet. Man kann sich das vorstellen, hier geht ja jetzt ungefähr eine Leiter hoch von 10 Meter, ganz grob. Da kommt eine nächste Ebene und dann kommen nochmal 10 Meter, aber immer versetzt, dass man maximal 10 Meter hat. Das wird schon reichen, um zu sterben, oder? Wenn du fällst, auf jeden Fall. Guck mal. Der Maximilian wäre jetzt gerne hier, ne? Der wird sofort da hochgelassen. Alter, du siehst kein Ende. Oben sind die Tür so übrigens zu. Okay, danke schön. Unglaublich. Ich weiß nicht. Das ist schwierig auf Kamera zu bekommen. Nein, das kannst du ja gar nicht sehen. Ja. Zu viele Gitter davor. Also schon spannend, oder Leute? Ja. Also hat sich jetzt schon gelohnt, finde ich. Also Belüftung oder was meinst du? Ist Belüftung, oder? Das ist einfach nur Lüftung. Ja. Luftansaugung, siehst du ja selber, geht in die Sandfilter rein. Jo. Ja, du hast dich auf jeden Fall schon häufiger mit Kalter Krieg beschäftigt. Warst du hier schon oben? Da ist oben ist genau dasselbe. Da ist aber Material oben, hast du gesehen? Ja, da steht nur, liegt nur das, was hier am Boden liegt. Ah, okay. Also du musst jetzt nicht hochklettern. Alles klar. Also liegt jetzt keine Goldfarbe oder was? Da ist der Goldzug. Da ist der Goldzug, Leute. Komm, ich geh mal eben hoch und hol den Goldzug. Wolltest du nur, dass dein Po auf der Kamera ist? So, guck hier. Da ist der Goldzug, Leute. Hoppala, habe ich die angeschrubbt. Also eine riesige Manschette für eine Rohrdurchführung oder so. Mhm. Und alles voll davon. Und irgendwelche Dämpfungsbacken und Schwingungsdämpfer. Ja, ey, ganz ehrlich, ich will hier einziehen. Kannst du deinen Kontakt mal fragen, ob er das verkaufen möchte? Ich hätte jetzt fast nicht verplappert. Ja. Puh. So, wir machen das natürlich wieder, wie wir es vorgefunden haben, Leute. Weil es gibt so einen Urbex-Kodex, den viele sicherlich kennen, einige aber nicht, die vielleicht nicht so in der Urbex-Szene drin sind. Ich bin übrigens kein Urbexer, ich bin Dokumentarfilmer mittlerweile. Hinterlasse nichts außer die Fußspuren und nehme nichts mit, außer deinen eigenen Müll. Und das machen wir natürlich, deswegen habe ich das alles einfach mal wieder so zurechtgestellt, wie es war. Und die Kabelspiegel und Kupferdiebe waren alle schon hier. Alle Rohre abgepitcht und alles, was man... Ich glaube, das haben die selber gemacht. Ja, ne? Die Bauarbeiter, ne? Beim Kern. Wenn die Kabelspiegel wären, dann hätte das dann auch noch so. Das stimmt. Die sauber, die gearbeitet haben. Ja. Die hatten Zeit, ne? So. Oh, Falk, komm mal, komm mal. So, wir sind jetzt auf der anderen Seite, wo diese Lamellen sind. Und da sieht man die Rückseite dieser Lamellen. Die sind auch zu bewegen, zum Öffnen, zum Schließen. Und mal gucken. Ach, wir sind jetzt einfach zurück in den Raum gegangen. Sollen wir hier lang zurückgehen? Ja, ne? Ja. Ist, glaube ich, einfacher. Da muss das Gimmel nämlich nicht so viel arbeiten. Übrigens, unser viertes Video. Und dafür läuft das schon richtig geil, Leute. Es macht vor allem richtig Spaß. Wir haben jetzt so ein bisschen aufgerüstet. Die Funkstrecke hatte ich ja schon. Wir haben jetzt noch so einen Blitzschuh
Doppeladapter geholt. Wir haben für Falk einen Rig-Arm gekauft. Geht es am Arm jetzt besser? Ja, sehr auf jeden gut. Fall viel besser. Ja, also der hat quasi dieses 1,3, 1,6 schwere Rig mit Kamera, hat der früher immer quasi so gehalten. Und ich hatte das ja neulich einfach mal kurz. Und das ist schon ultra schwer. Und er muss quasi anderthalb, zwei Stunden damit durch die Gegend laufen. So, und dem aufmerksamen Zuschauer ist es aufgefallen, kaum Schmierereien, außer hier die Pfoten. Und keine Graffitis. Keine Graffitis. Ja, und das ist halt. Jo, hier haben wir Löcherchen. Da muss der ganz besonders der Falk. Und hier waren die ehemaligen Trafos drin. So eine Anlage musste natürlich extern auch unter Strom oder mit Strom versorgt werden. Und deswegen kamen hier die Erdkabel durch diese Löcher an. Und die mussten dann umtransferiert werden auf 220 oder Drehstrom, je nachdem. Und das ist hier passiert. Und wenn das Bauwerk aus irgendwelchen Gründen abgeschnitten wurde von der Stromversorgung von extern, gab es auch Dieselgeneratoren. Toni, sehen wir die Dieselgeneratoren gleich? Okay, die sind da auf der Ebene. Also die werden wahrscheinlich nicht mehr da sein, Leute. Oh, guck mal hier. Nicht da reinfallen? Ja, ja. Da. Was haben wir denn da? Ich dachte, keine Ahnung, auf jeden Fall einen schönen Raum. Das Problem ist, dass die ganzen Beschriftungen der Räume nicht mehr da sind. Aber das ist riesig. Ne? Kriegen wir das gut mit dem Licht drauf? Ich mach mal ein bisschen heller, oder? Boah, mega, oder? Ich gehe mal dahin. Aber bleib du mal hier stehen, ich leuchte den Raum mal aus. Ja. Und wir versuchen mal die Funktionsweise des Raumes zu verstehen. Kontrollraum? Motorraum? Notstrom. Ja, sag ich doch, Kontrollraum. Notstrom. Also hier wird ein Teil des Generators gestanden haben. Zwei Stück, aber größer war der hundertprozentig für das Bauwerk. Das, ja, ja, das Ganze hier war der. Ja. Au, oh, Dieseltank da oben. Leer, ne? Oh, nicht dein Ernst! Ein Riesenteil! Also er geht über die komplette Länge von dieser Wand, die übrigens voller Schimmel ist. Und hier liegt noch eine alte Drucktür. Und das Ding steht unter Wasser. Ja. Aber was ist das? Ja. Toni. Guck dir das mal an. Ich habe leider keine Boden. Boah! Das ist nicht gut von der Kamera, aber das müssen wir einmal einfach versuchen. Da kommt Wasser runter. Guck dir das. Die Analogie will ich jetzt nicht finden, wie ich mich gerade fühle, Leute. Oh, jetzt bist du im Wasser. Ja, meine Schuhe an Schuhen. Loch. Warte mal, ganz kurz, ich guck mal die Linse. Sollen wir die einmal sauber machen oder geht das? Ja, ganz außen hat die einen Tropfen bekommen. Ja. Das geht aber, ne? Ich glaube, das geht. Sehr gut. So, Leute, hier werden wieder keine Kosten und Mühen gescheut, euch das Bauwerk zu zeigen, weil Falk hat ja eine höchst hochwertige Kamera, die sehr viel Geld kostet und die hat gerade Spritzwasser abbekommen. Ach ja, das geht. Das geht. Ja, genau. Ja. Also, wir müssen auf den Fußboden achten. Und einen Blick darfst du hier mal reinwagen. Aber nur ganz kurz. Zeig den Zuschauern mal, was da drin ist. Ui. Das ist schon geil, ne? Es war nur ein leerer Raum, aber hier war der Diesel drin. Man sieht es auch noch ein bisschen. Aber grundsätzlich. Das riecht auch noch so, ne? Mhm. Das könnte aber auch meine Achseln sein. Du musst es ja so sehen, da stand ein Tank aus PVC drin. Ne? Achso, das bedeutet? Das war nicht so da drin. Ah. Das ist einfach nur so eine Wanne. Mhm. Das sollte, als ein Leck ist, damit es sich halt im Boden sichert oder ins Bauwerk. Ah, gut. Also da war definitiv vorher ein riesiger Tank drin, die haben die klein gemacht. Ne? Dankeschön. Sehr cool. Schön. Ja. Da oben haben wir irgendwelche Lamellen, ne? Ah, das ist Lautstärke, damit die Lautstärke reduziert wird und nicht direkt ins Bauwerk da oben. Ah. Da seht ihr das? Da sind Akustikpaneele drin. Ja. Das könnte auch aus einer billigen 80er-Jahre-Disco sein. Guck mal hier. Ne? Oder so ein Swingerclub aus dem 80er. So mit den Farben. Wieso ich das weiß? Ich bin 43. Das ist schöne Analogien. Mhm. So, was weiß ich, ist denn noch Stromlauf? Wollen wir nicht ausprobieren, ne? Also, ich glaube, wir können vorne den Strom anmachen.
von Verbindungsleitern. Ja. Und die Kabel sehen eigentlich ziemlich neu aus. Das stimmt. Und hier scheint irgendwas, eine Absaugung gewesen zu sein? Oder eine Zug? Ich würde einfach auch sagen, hier stand da vielleicht eine Heizung. Ist auf jeden Fall auch was kaputt gegangen. Das ist für eine Leuchtstoffröhre. Ja. Damit man das nicht in die Augen bekommt. Oh, wir haben einen Schriftzug, den gucken wir uns gleich mal an. Was ist das? Ja, danke. Was kriegst du so? Alles klar. Hier haben wir noch ein Relikt. Hi. Also, dafür, dass der Bunker quasi bisher komplett leer war, finden wir hier noch ein Motor eines Lüfters. Baujahr 85. 85, war ich 5 Jahre alt dort. Von der Firma Nickel. Ich will mal. Hier vorne kannst du auch noch Details einfangen. Um die Ecke. Schönes Ding. Schönes Ding. So, wir gehen weiter geradeaus. Das ist der Notausgang, aber das ist halt... Nicht zu, hier gibt es nichts zu sehen. Das ist geil. Das ist geil? Ja, dann würde ich sagen, nicht übers Kabel fallen. Ne? Yes. Hier ist noch eine kleine Stufe. Eine Kartusche. Alter. Also ihr seht, es ist nicht um Waffen oder Sprengmittel abzuhalten. Es geht rein um die Drucktür. Und deswegen hat man die nach innen gemacht, damit sie den Druck besser auffangen konnte. Und auch hier wieder verwinkelte Gänge, damit die Druckwelle bis hierhin viel an Energie verliert. Guck mal, hier hat sich jemand ein Seil hingelegt, weil er Angst hatte, dass er nicht mehr rauskommt. Witzig, oder? Glaubst du selber nicht. Die kennen wir doch aus den Maginot-Bauwerken, dass das ganz viele gemacht haben. Ja. Also Zustand ist wirklich atemberaubend. Schnellverbinder weiß. Oh mein Gott. Gesichert, elektronisch gesichert. Aha. Und hier war jemand, guck mal, hier hat versucht jemand sich rein oder raus zu flexen. Oh, das geht ja noch weiter. Wie weit müssen wir denn noch? Aber hier ist zugebaut. Ja, können wir uns sparen? Ist halt eine Wand. Ja, ich glaube, das sparen wir uns. Also da kommt noch so ein Gittertor wie hier, aha, aber dann hinter ist Stein. Okay, ich glaube, das sparen wir uns, weil das Gittertor sehen wir ja hier. Ist hier halt die Streifen mal standen. Ja. Halt mal deine Lampe zu. Man sieht es, glaube ich, ne? Nicht so doll. Aber wir leuchten noch mal auf. So, wir laden das mal für euch auf. Und dann, zack. Hm. Ja. Yes. Sehr schön. Aber du siehst ja selber, wenn du die Tür abguckst. Guck mal, drei Schnapper. Eins, zwei und drei. Keine Hebelspur, nix. Hier war seit Jahrzehnten keiner mehr. Alter, wir sind die Ersten nach dem Krieg. Ja, so, ich bin auf jeden Fall glücklich, dass ich meine Handschuhe mitgenommen habe. Ich bin ehrlich zu euch. Weil sonst hätte ich schon wieder die ersten Splitter in den Fingern. Wieso gegen Tetanus geimpft? Ja. Aufnahme? Ja, ist. Okay. Ja. Also du warst schon dreimal hier drin? Ja. Oh. Die Tür ist auf jeden Fall fest. Und füll mal hier die Treppe, mach mal das Licht aus. Mhm. Oh ja, die leuchtet ordentlich. Ja, ich mach nochmal die Lampe ein bisschen aus. Ja, ich halte meine Hand davor. Ich mach mal ganz aus. Ganz aus, ne? Ja. Nice. Ah, es leuchtet schon ordentlich, ne? Ja. Ich laufe jetzt mal hoch. Aha. Alleine? Ja. Dann mach nochmal. Mit Licht oder ohne? Mach nochmal ein bisschen Licht und dann ohne, aha, Licht. So, wir laden das ein bisschen auf. Und bitte nicht stolpern, wir brauchen die noch. Und hier drin Krankenwagen rufen wäre irgendwie schwierig. Das ist ja nichts anderes, was wir gerade haben, wie ein zweiter kalter Krieg, oder? Ja, du kannst ja die Atombomben von damals vergleichen mit den heutigen. Da ist die Anlage gar nicht ausgelegt. Okay. Weißt du, für wie viele Megatonnen die Anlage gemacht wurde? Guck mal hier, ich war hier. Das steht eigentlich... Am 30.12., kurz vor Silvester.
2016. Auf den Türen. Ja. In Drucktüren, aber nicht immer steht das. Okay. So, und ich habe ja gerade einen Schluck von den Energy getrunken und ich bin eigentlich Kaffee erprobt. Man merkt auf jeden Fall, da ist gut was drin. Also derjenige, der vielleicht den einen oder anderen Energy mehr trinkt, der wird trotzdem ordentlich was merken von dem Zeug. Guck mal hier, hier haben wir eine Babyfarbe drin. Ne? Also man hat ja verschiedene Tests gemacht, man hat ja auch Belegungstests gemacht. Ne? Belegungstests. Das bedeutet, die haben die mal 30 Tage, die haben den Leuten Geld geboten, damit die 30 Tage in so einer Anlage übernachtet haben. Und dann hat man geguckt, wie die Leute reagiert haben. Du musst dein Licht wieder machen. Mhm. Wie die Leute reagiert haben und teilweise so ein bisschen wie Big Brother, sind die dann ein bisschen blemblem geworden. Ich glaube, 1000 D-Mark haben sie dafür damals bekommen. Und heute kriegen die bei Big Brother bis zu 100.000 Euro. Ne, habe ich euch aber nicht gesagt. Ist Insider. Auch beim Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum, ne? Guck mal, die zweite Farbe. Das eine war rosa. Ich habe ja meinen Gedanken gar nicht zu Ende gebracht. Ich bin immer so sprunghaft, Leute. Man hat die Bunkerwände, das waren Unterkünfte hier, die hat man extra in einer sanften Farbe gemacht, damit man, ja, damit das Gehirn denkt, es ist alles gut, es ist alles entspannt. Und deswegen hat man hier so sanfte Pastellfarben genommen. Ja. Ja. Das wollen wir nicht zeigen, das Zeichen hier. Nee. Genau. Ich gebe euch mal ein bisschen Licht drauf. Einmal hier. Das ist ja wohl. Das ist ein Dancefloor, Leute. Ich war schon lange nicht mehr feiern, aber. Sieht ein bisschen aus wie eine Turnhalle hier. Also das ist hier. Das ist ein Wohnzimmer, oder Toni? Das ist der Kommandoraum. Ja, du bist der Kommandoraum. Natürlich. Nee? Boah, ja, das sind die Alarmzustände, ne? Genau, richtig. Guck mal, das ist wahrscheinlich Dust für atomaren Staub, ADX, keine Ahnung, SV, Fehler steht hier oben, Ortsvorstand, OVST, keine Ahnung. Ortsvorstand, wie du siehst, ja. Ist aus Glas. Jo. Ja, ja, früher noch, ja, hat man noch in Qualität gebaut, ja. Leute. Heute ist alles Plastik. So. Und wie gesagt, das ist ja nicht von Kindern hier gemalt worden, sondern das wird wahrscheinlich irgendwie von den Bauarbeitern noch drauf gemalt worden sein, oder? Was meinst du? Wir nehmen hier 0,0 Beschädigung oder ja. Zerstörung, Vandalismus war. Hier ist auf jeden Fall gleich ein Loch und eine Treppe, nicht, dass du mir hier reingleitest. Ich passe auf. Sehr gut. Und Leute, Alter. Es geht ja noch weiter. Jetzt fragst du dich sicher, was da drin war. Ui. Ja, das war auch der Kontrollraum, oder? Nein. Sondern? Das Geheimnis ist nicht am Ende der Tür. Ah. Guck mal hier. Ah, das ist die. Ich weiß, was es ist. Das ist die Vermittlungsstelle gewesen. Ja. Ja, und? Schaut mal hier. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern. Wir hatten ja gerade diese Schwingungsdämpfer überall gesehen. Mhm. Die passten genau hier so. Drauf. Taschenlampe ein bisschen, sonst ist es zu hell. Ja. So, besser? Ja. Oder du hast ja genug Licht. Ja. Und das ist quasi, nicht nur quasi, das, hier waren Schwingungsdämpfer montiert und an den Schwingungsdämpfern waren die Vorrichtungen für die Telekommunikation. Man hat ja früher noch mit Kupferleitungen die Telefonie durchgeführt. Quasi man hatte einen direkten Draht, würde man heute sagen. Und man konnte quasi die Kabelverbindung untereinander dann umschalten, wenn mal ein Kabel zum Beispiel bei einer Explosion oder bei Baggerarbeiten zerstört wurde. Uff, es ist einfach nur riesig. Ja. Es ist einfach, wo sind wir ungefähr, bei wie vielen Minuten? Ich weiß es gerade nicht. Ich auch nicht, aber ich würde schon sagen, knapp eine Stunde, ne? Ja. Ich würde sagen, knapp. Mit Sicherheit, ja. Ja. Hier bei der Kran. Ja, siehst du. Ja, das ist die Katze hier, der Träger für die Laufkatze. Ja. Da oben. Stahlträger. Häufig steht ja auch die Tonnage dran. Ja. Alter, ist das lang. Kennt ihr die Leute, die YouTuber, die immer sagen, Alter, unfassbar, unvorstellbar. Aber Leute, das ist wirklich unvorstellbar. Ja. Bleibt mal da stehen. Vielleicht haben wir hier ein Bild gefunden, aber das ist nur eine Tür. Also brauchst du nicht einfangen. So, wir schauen weiter, ob wir hier spannende
Einbauteile sehen. Ab hier musst du pixeln. Ja, okay. Also, versuch das mal hier oben nicht drauf zu kriegen. Weil da könnte man über Google Lens herausfinden, wo wir sind. Und das möchte der Eigentümer nicht. Toni sagt mir immer, wo wir lenzen müssen. Okay. Also, Kantine. Das war die Küche. Die Küche. Die Küche war das. Hier liegt ein Trockenbild. Stroh liegt hier. Warum? Da ist es. Junge Feuerball. Schaut mal hier. So sah das damals aus. Das war das Interieur. Sollen wir mal gucken, ob wir das hier rausfinden? Ihr kennt ja diese D-Day-Fotos, ne? Wo er erst das Originalfoto zeigt, dann nimmt er das weg und dann ist der Originalschauplatz. Mal gucken, ob wir das auch hinkriegen. Hier, das ist hier direkt. Du musst hochkommen. Ja. So, das machen wir jetzt einmal. So, guckt euch das an. Du hast es drauf. Moment. Aha, ja. Scharf. Und Action. Leute, da stand das alles mal. Weißt du, wofür die Unterteilung war, Toni? Ich denke mal bestimmt in der Mitte oder Dings. Zum Abwaschen, ne? Ja. Hier war auf jeden Fall drauf. Aha. Also das schien mal ein Museum gewesen zu sein. Aha. Sonst macht das ja keinen Sinn mit den Fotos, oder? Oder man hat die Fotos extra für uns hier hingelegt, ich weiß es nicht. Eigentlich nicht. Hast du da schon mal geguckt? Bleib mal da, ich möchte nicht, dass wir sehen. Arbeitstische, also eine Stückliste. Okay. Okay. Schauen wir das mal durch da. Ja. Warte mal. Okay, hier gucken wir auch wieder nicht hin. Pixel ich zur Not weg. Notbeleuchtung verbunden. Speiseraum. Aber wie klein der Speiseraum war. Ah, gibt zwei. Einmal für die Elite und einmal für uns. Aha. Ja, das war hier der Fußvolk. Guckt und schaut euch diesen wunderbaren 70er Jahre Fußboden an. Schönen DDR-Zeiten. Die Decken sind noch riesig hoch. Ja, ne? Also ganz ehrlich, ich würde hier sofort einziehen. Ein bisschen abgelegen. Was willst du mit dem ganzen Platz hier machen? Ich würde hier sofort einziehen. Es ist doch trocken, es ist warm, du brauchst doch nicht mal eine Heizung. Kannst du eine Kegelbahn draus machen? Bitte? Kannst du. Ja. Und du hast sogar Toiletten. Und du musst doch nicht mal eine sauber machen, weil du nimmst einfach die nächste. Zum Beispiel die hier. Die ist nämlich noch komplett sauber und nicht benutzt. lecker, ne? Ich muss mich immer dran erinnern. Ich habe ihn ja bei unserem ersten Bunker in Dortmund, habe ich ihn in die Toilette eingesperrt und voller Schnecken war der drauf. Ja, seitdem gehe ich nicht mehr in die Schneckentoilette. Ja, hier stinkt's. Also wir sind, wie ihr gerade wahrnehmen könnt, wahrscheinlich irgendwo im Osten, anhand der Fliesen. Und hier wurde dann geduscht. Und das ist alles hier Messing oder Kupfer. Kupfer ist das. Das ist alles noch da. Kalt geschweißt, schön. Kalt gelötet. Das ist jetzt gleich zu Ende. Der Akku? Nee, die Speicherkarte. Ah, die erste. Sehr gut. Ich lasse kurz laufen einfach. Ja. Hier stand halt der Serverraum. Das ist halt alles der. Ja. Also das wäre der Serverraum hier? Ja. Hast du eine Idee, was das hier sind? Das ist eine Befestigung einfach nur, ne? Eine Durchreiche zum nächsten Raum. Das war doch der Kontrollbesprechungsraum, ne? Guck mal, das sind noch alte. Sind das Tafeln oder was sind das hier? Bitte? Okay. Und hier hat man wahrscheinlich was draufgeschrieben. Status oder so, ne? Okay. Alter, guck mal hier die ganzen Entlüftungsdinger an. Hier stand. Nee, hier war irgendwas, was sehr viel Abluft bzw. Wärme produziert hat. Und hier haben wir eine kleine Drucktür. Und hier stand wahrscheinlich auch irgendwas. Notstrombatterien. Ja, Notstrombatterien. Und da oben, weil, stellt euch vor, so eine Batterie, auch heute bei Tesla zum Beispiel, ne? Wenn dann so zwei Akkus zusammenkommen, dann brennt die Karre mal eben schon schnell ab. Und das war natürlich nicht anders, deswegen musste man hier quasi einen feuerfesten Raum haben und eine große Ablüftung. Schaut mal, wie groß diese Abluft ist. Also. Deswegen war die Tür auch so massiv hier. Mhm. Ja, feuerfest. Olli könnte uns mehr sagen, aber der ist leider nicht da. Der macht nämlich Brandschutz. Ist auch wichtig. Ja.
So, Temperatur, nur dass ihr es mal wisst, ich würde die auf 14, 15, 16 Grad schätzen. Ne? Ja. Das ist wirklich angenehm warm. Kommt hin. Übrigens, ich habe ja am Mittwoch ein Video hochgeladen von dem Bunker mit dieser Tür, mit diesem Adler und dem Kreuz drauf. Und das kanntet ihr ja gar nicht von mir. Das war ein Video, das ging, glaube ich, 13 Minuten oder 16 Minuten ohne Intro, ohne Vorstellung, mit wem ich unterwegs war. Die meisten wussten ja, dass ich mit Mackie unterwegs war und es gab quasi keinen richtigen Abschluss, sondern das Video hat quasi einfach geendet. Und da habe ich tatsächlich von euch einige böse Zuschriften bekommen, also böse im, ihr wisst schon, was ich meine, Sinne. Ich bin ganz andere Qualität von dir gewohnt, das Video war viel zu kurz. Die Aufrufzahlen sprechen zwar für sich, aufgrund des Bauwerkes. Aber Falk hat auf jeden Fall noch mal Bock, das Bauwerk mit mir gemeinsam zu besuchen. Und dann werden wir tatsächlich ein richtig geiles Video darüber drehen. Das wird auch noch ein bisschen länger gehen. Und es wird komplett die Stadt zeigen, wo es ist. Also von daher, wenn ihr das noch nicht getan habt, dann abonniert meinen Kanal. Denn dann verpasst ihr kein Video. Und wenn ihr die Glocke rot macht, kriegt ihr sogar die Informationen, wenn die Premiere losgeht. Also von daher. Und der Toni hat schon wieder was gefunden. Wie hast du denn Müll? Ah, Alter, das ist ja größer, als ich gedacht habe. Ich dachte einfach nur Vermittlung. Nee. Das sind richtige Relais und alles. Ist das mal 20 Stück in einer Reihe? Alter, weißt du, was das für Geräusche und wie warm das war? Und das war der Kontrollraum. Okay. Datenschutz des Größten, ne? Guck mal, die Telefonzelle links, ne? Ich glaube, den Typen gibt es gar nicht mehr. Ich weiß, aber... Kommen ja auch Pixelfenster noch. Mhm. Aber dann sparen wir uns das. Also von daher danke für dieses wunderbare Detail. Und aber mal gucken. Ich brauche Licht. Ich mach dir nochmal schönes Licht. Ja. Perfekt. So, Werkstatt. Das hier war die Werkstatt. Okay. Du leuchtest immer weg. Oh, Entschuldigung. Also ich habe immer gesagt. Und Falk auch, wir sind, dafür, dass wir erst viermal unterwegs waren, sind wir schon echt gut. Aber es gibt dann so ein, zwei Sachen, weil wir, so wie ich am Anfang des Videos erwähnt habe, ist es so, dass wir uns das Bauwerk nicht vorher angucken, sondern wir erkunden das Bauwerk gemeinsam mit euch. Und dadurch kommt es natürlich manchmal zu Situationen, wo wir nicht ganz genau abgestimmt und synchronisiert sind. Und dann will er gerade was zeigen und ich bin eigentlich schon viel weiter. Aber irgendwie macht es das auch authentisch, oder Falk? Ja, auf jeden Fall. Den Fehlern müssen wir alle leben. Ja. Ey, perfekt können andere, oder? Na klar. Wir können authentisch und ja. Sind wir auch ein bisschen lustig, ne? Ja. Weil wenn man sich die Zeit oder die Welt oder diese ganzen Dokumentationen anguckt über den Zweiten Weltkrieg, über Bunker, die sind immer so ernst. Ne? Und die sind immer so geleckt, die sind immer perfekt on point. Ist alles perfekt recherchiert. Aber hier habt ihr auch mal, ich sag mal, einen Pups dabei oder einen Typen, der ein bisschen Bauch hat, manchmal auch ein bisschen mehr. Oder einen Falk, dem irgendwann mal den Arm wehtut. Und schau mal hier, das ist die. Wir haben die anderen halt fünf Leute, ne? Genau, wir sind also zu zweit und wir sind keine Profis, wir sind Noobs. Nein, Noobs sind wir auch nicht. Ne? Altes Telekommunikationskabel, eine alte Muffe, das war quasi das Erdkabel, was aus der Erde kommt, ganz klar. Und wurde dann hier aufgesplissen und wurde dann hier in verschiedene kleinere Kabel weitergegeben. Und die Frage ist wirklich, warum das große Kabel da drin liegt. Aufgespleist wurde und nur ein ganz kleines weitergeht. Wer weiß, vielleicht finden wir... Ja, oder? Vielleicht ist hier auch noch eine Drogenplantage, Leute. Ja. Also wir sind nicht in Traben-Trarbach übrigens. Im Cyberbunker. Habt ihr die Netflix-Serie gesehen in Traben-Trarbach? Ich habe gerade das erste Mal darüber gehört, also irgendwie ein Rechenzentrum für Usenix oder Darknet. Darknet. Da ist wieder hier Batterieraum und die Story dahinter ist mega spannend. Und ja, jetzt wusste man natürlich... Ja, aber ein guter Putzmittelraum. Desinfektion. Hier das hier? Das Datum wird es wahrscheinlich sehen, ne? Verwendbar bis... Kriegst du es drauf, ganz unten? Ich kann es noch vorlesen zur Not. Ja, ich glaube, das ist drauf. Ja. 62. Nee, 92. 92? 92. Oh. 92. Oh. Ich habe die Kamera vor dem Gesicht. Okay.
So, ich glaube, wir haben alles, ne? Wir sind am Anfang. Toni, komm mal her. Ich lege mal die Taschenlampe hier hin. Falk bleibt da stehen. Komm mal her, mein Freund. Vielen Dank, dass du uns die Möglichkeit geschaffen hast über deinen Kontakt, dass wir hier reinkommen. In diesem Sinne, lieber Kontakt, Namen dürfen wir nicht verraten. Vielen Dank, dass wir hier die einmalige Gelegenheit hatten. Und ich würde sagen, für heute sind wir eigentlich durch, oder? Ja, du gehst jetzt raus und bedankst dich bei dir, weil der wohnt ja hier drauf. Exakt, ganz genau. Das bedeutet, Leute, ich habe schon gesagt, wenn ihr noch keinen Follow dagelassen habt und so weiter, macht das gerne. Ich würde einen Wunsch würde ich noch äußern. Ich habe mittlerweile viele neue Leute in der Premiere und sehr, sehr viele alte Hasen und Häsinnen, die Moni, der Martin, die sind mir alle immer sehr in Erinnerung, weil mittlerweile ist die Community in dieser Premiere mittlerweile so familiär, man muss wirklich sagen familiär, du bist ja auch schon ein, zwei Mal drin gewesen, ne? Ja. Da öffnen sich teilweise Menschen mit ihren täglichen Problemen, mit ihren Existenzsorgen und wir sind alle füreinander da. Also ich kann euch nur die Empfehlung geben, falls ihr den Kanal und uns feiert, dann macht die Glocke rot, dann werdet ihr nämlich informiert, wenn die Premieren kommen. Die Premieren sind in der Regel immer sonntags, manchmal so gegen 12, manchmal auch gegen 20 Uhr, je nachdem, wie ich selber Zeit habe. Und mittwochs zwischen 18 und manchmal so 20.15 Uhr, je nachdem, ob ich dann schon von der Arbeit wieder da bin oder nicht. Mich würde freuen, wenn die neuen Zuschauer einfach mal einen Kommentar hinterlassen und sagen, wie sie dieses Format finden, ob sie nur hier sind wegen des Zweiten Weltkrieges oder ob sie auch interessiert sind an den Bauwerken des Dritten, also des Kalten Krieges und des Ersten Weltkrieges. Also lasst mir gerne einfach mal ein paar Kommentare da. Mich würde auf jeden Fall so ein kleines Stimmungsbild sehr freuen, warum ihr bei mir auf dem Kanal seid. Und in diesem Sinne, das letzte Wort gehört tatsächlich dem Falk. Und das mag er ja gar nicht, ne? Ja. Ich bin jetzt wieder überfordert und überfahren. Ja, genau. Und ich kriege das mal mit der Kamera. Aber jetzt habe ich die Kamera überlistet, oder? Ja. Ich habe die Kamera überlistet. Ja, diesmal hast du es geschafft. Ja. Ja, was soll ich sagen? Keine Ahnung. Mir hat es gut gefallen, wie immer. Und ist mal was anderes diesmal, ne? Diesmal keine verschimmelten Wände. Ja. Sehr geil. Ja. Also Hochleistungen für die Mühe und vor allem die Kraft, die du aufwendest. Wir haben hier jetzt einen zusätzlichen Griff gekauft. Mhm. Und selbst mit diesem Griff ist es nicht einfach, oder? Oh, es ist auf jeden Fall, es sind das Gewicht vom Arm. Ja. Es ist angenehmer. Ja. Kauft euch einen Griff. Also man sieht auch, du hast in diesen vier Malen hast du schon deutlich an Oberarm zugelegt. Also Mädels, ja, schreibt es mal in die Kommentare. Der Kollege hat schon ordentlich zugelegt, oder? Ja, na klar. Alles klar, ich versuche mal dieses gute Stück dir wieder zu übergeben und ich habe ihr gelernt, die achtet nämlich auf Augen, ne? Das hat sie nicht. Also von daher, danke für die letzten Worte, Toni, nochmal vielen Dank. Du hast übrigens eine kaputte Jacke oder? Das ist meine Remix-Jacke. Achso, ich dachte, die haben wir gerade kaputt gemacht. Alles klar, also kurzum, vielen Dank, dass ihr da wart. Den Hunden auf dem Gelände. Den Hunden, ja stimmt. Genau, da müssen wir nämlich jetzt aufpassen, dass die uns nicht beißen. Alles klar. Das? Dann in diesem Sinne, du kannst gerne weiterlaufen lassen und uns folgen. So, du kannst uns jetzt abholen. Wir sind jetzt fertig. Für den Abspann kann man eigentlich immer alles schneiden. Alter, wenn ich schon so ein, wie sagt man dazu? Madonna ist ja, wenn die irgendwie auf dem Set ist, weiß die genau, was sie will und die ist so, ja. Wie nennt man das, wenn die so ein Allüren haben, ne? Ich hab auch schon mal Allüren an, Leute. Ich will alles immer irgendwie so perfekt haben, aber es ist schon gut. Es ist hier Amok gescheppert, also es muss hier wirklich einen großen Knall gegeben haben. Das geht ja nicht umsonst, also das ist ja nicht umsonst passiert, ne? Also du musst dir mal vorstellen, wenn dieses Atombombenwerk wir einfach nur Scheiß erzählen und eigentlich auch gar nicht so. Aber guck mal hier, das hier, dieser eine, ne, und da. Ja, haben wir ja gemerkt. Haben wir ja gemerkt, wie gut das. Genau. Okay, let's go. Gut aus? Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Kommen wir mal hoch. Aber du hast verstanden, was ich möchte, ne? Also ich gehe quasi mit dir gleichzeitig, wir gehen, dass das Bild startet. Ja, aber du gehst natürlich nach unten, ne? Ja, genau. Deswegen musst du eigentlich schon unten sein. Du musst eigentlich schon, oder?
so, aber dann ist dein Kopf jetzt gerade nicht drauf. Ne? Ist nicht schlimm. Ich kleide das ja. Und los? Ja. Leuchtet's? Ja. Sehr gut. Ja, let's go. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schlachtfeldbegehung. Mein Name ist Random Life und wir werden uns heute einen Bunker aus der Zeit des Kalten Krieges anschauen. Ich bin heute unterwegs mit dem lieben Falk, meinem Kameramann, und dem netten Toni, der uns auch hier in diesem Bauwerk tatsächlich unterstützen wird. Es ist ein Bunker aus der Zeit des Kalten Krieges. Das Bauwerk ist riesengroß. Wir befinden uns... Nein. Okay, let's go. Jo. Zu spät. Zu spät? Ja. Aber du hast gerade gesagt... Los. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Okay. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schlachtfeldbegehung. Mein Name ist Random Life und heute zeige ich euch einen Bunker aus der Zeit des Kalten Krieges. Ich bin heute mit meinem Kameramann Falk unterwegs und dem Toni und wir werden uns heute ein riesiges Bauwerk aus der Zeit des Kalten Krieges anschauen. Es ist ein Bunker, der Eingang ist ebenerdig und wir werden ungefähr 3 bis 4 Stunden in dieses Bauwerk reingehen und ich will euch nur mal einen ganz, ganz kleinen Eindruck zeigen, wie riesig dieses Bauwerk ist. Falk, versucht das mal drauf zu kriegen. Das ist authentisch. Na, guck mal, es gibt ja Leute, die können sich mit mir identifizieren,